Die USA haben der Ukraine mit einem Sicherheitsabkommen ihre langfristige Unterstützung im Krieg gegen Russland zugesagt. Das Abkommen wurde am Donnerstag beim G7-Gipfel in Italien von US-Präsident Joe Biden und seinem ukrainischen Amtskollegen Volodymyr Zelensky unterzeichnet. Dear friends, today is a truly historic day. Liebe Freunde, heute ist ein wirklich historischer Tag. Wir haben das stärkste Abkommen zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten abgeschlossen, das es seit unserer Unabhängigkeit gab. Es ist ein Abkommen über Verteidigung, im Endeffekt also über den Schutz von Menschenleben. Es ist ein Abkommen über Zusammenarbeit und darüber, wie unsere Nationen stärker werden. Our goal is to strengthen Ukraine's. Unser Ziel ist es, langfristig die Fähigkeit der Ukraine zu stärken, sich zu verteidigen und Angreifer abzuschrecken. Ein dauerhafter Frieden muss gestützt sein von der Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen und zukünftige Angriffe jederzeit abwehren zu können. Das Abkommen verpflichtet Washington zur Ausbildung der ukrainischen Armee, zur Lieferung von Rüstungsgütern und zu gemeinsamen Militärübungen. Außerdem wollen die USA in die ukrainische Rüstungsindustrie investieren, damit das Land sich selbst besser mit Waffen und Munition versorgen kann. Eine Entsendung von US-Streitkräften ist nicht Teil der Vereinbarung.